Also, liebe Katrin, lieber Arno und liebe Gäste, ich freue mich, dass ich in dieser kleinen Runde einmal etwas über den Professor Peter Dürre sagen kann. Die kleine Runde besteht aus Baha'is und einer Sympathisantin. Ich möchte jetzt hier aber keine umfassende Biografie abliefern, sondern ich möchte mich konzentrieren auf das, was Peter Dürre in seinen Forschungen über die Materie als Konsequenz für sich herausgeholt hat. Und das, was er herausgefunden hat, das hat für meine Entwicklung meines Gottesbildes ganz viel zu tun, und das möchte ich dann auch noch vorstellen. Und wie es dazu kam, dazu ein paar Worte. Ich habe vor einigen Tagen einen Text von Arno zugeschickt bekommen, und dieser Text stammte von Peter Dürre. Und dann habe ich ihm geantwortet, dass ich Peter Dürre, hier ist er zu sehen, schon lange kenne. Ich habe ihn kennengelernt durch seine vielen Veröffentlichungen auf YouTube, und ich habe ihn auch selber kennengelernt bei einem Vortrag im Haus der Wissenschaftler. Und natürlich habe ich gerne zugesagt. Und so kam es also zu diesem kleinen Vortrag. Aber wenn man über Peter Dürre spricht, dann muss man natürlich auch etwas über sein Leben wissen. Und das habe ich aus YouTube herausgenommen. Da war ein Beitrag vom Dreisat, und der beschäftigte sich anlässlich seines Todes 2014 mit seinem Leben. Ja, soweit dieser kleine Beitrag. Ihr habt gehört, dass er sich nicht nur mit seiner Wissenschaft beschäftigt hat, sondern sich eingemischt hat, wo es ihm notwendig erschien. Er war also auf vielen Feldern tätig, vor allen Dingen Umwelt und Frieden. Was ich besonders an ihm schätze, das möchte ich euch gleich vorstellen, aber damit ihr das besser auch verstehen könnt, wollte ich gerne mit euch ein kleines Gedankenexperiment machen, und dazu hatte ich die Samenkörner mitgebracht. Vielleicht, Christine, könntest du die jetzt mal austeilen. Das sind Samenkörner von einer Sonnenblume. Wenn sich jeder eine nimmt, nicht essen. Nein, aber öffnen solltet ihr dieses Samenkorn schon, ja, dass ihr die Schale von dem Inneren trennt. Ich weiß aber, was ist. Denn darum geht es gleich. Sonnenblumen. Oh, das ist spannend. Knappt das doch mit dem... Ach, mit den Zähnen? Na klar. Ah, jetzt tut sie. Ja, Vögel können es besser. Ja. Ja, es ist ein Sonnenblumen. Jawohl. Ja, lass das. So, hat jeder den Kern jetzt aus der Schale herausgelöst? Dann können wir weitermachen. Ja. Ihr seht hier ein Bild für unser Gedankenexperiment. Oben ist dargestellt der Sonnenblumenkern, und was ihr eben getan habt, das ist in dem zweiten Schritt, ihr habt
das Innere herausgelöst und habt jetzt den Kern vor euch. Der besteht aus Stärke, das heißt also Kohlenwasserstoff im Hauptteil. Wenn wir jetzt in die Struktur dieses kleinen Kerns hineingehen, in die nächste Stufe, dann kommen wir auf die Stufe der Zellen. Und die Zelle ist auch noch nicht das Kleinste. Wir gehen in die nächste Stufe. Im Zellkern gibt es einen Kern. Und wenn man diesen Kern mal untersucht, dann stellt man fest, darin sind die Chromosomen. Das heißt, die Erbanlagen, dass, wenn der Samenkern in die Erde kommt, später wieder eine Sonnenblume daraus entsteht und nicht eine Pappel oder sowas. Diese Informationen stecken in den kleinsten Teilen des Kerns, also Zellkern in den Chromosomen. Aber auch das ist noch nicht das Kleinste. Wir gehen noch kleiner und untersuchen jetzt die Chromosomen. Und die bestehen aus Molekülen. Das sind Verbindungen von Atomen. Und jeder Stoff hat ganz eigene Moleküle. Also das Glas hier hat eigene Moleküle, die Hand, die Haut hat eigene Moleküle. Alles besteht aus lauter Molekülen. Auch das ist noch nicht das Kleinste. Das Molekül kann man immer noch mit einer starken Vergrößerung, also mit einem Elektronenmikroskop kennen und unterscheiden. Also wir trennen jetzt auch mal die Moleküle und kommen dann auf die Ebene der Atome. Und bisher hatte die Physik angenommen, das waren die letzten Teile. Atomos heißt nicht mehr teilbar. Und man dachte in der Physik, also das sind die kleinsten Teilchen, die setzt man zusammen und zusammen und dann kommt man zu der ganzen Welt. Die Quantenphysik hat das aber verändert. Denn man hat erkannt, auch die Atome bestehen noch aus kleinsten Teilen. Nämlich, die haben einen Kern, der besteht aus Protonen. Und um die Protonen herum fliegen Neutronen. Und nun dachte man, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Nein, war auch noch nicht. Man hat also die Protonen noch einmal untersucht. Jetzt kann man aber natürlich nichts mehr sehen. Das kam dann nur durch Berechnungen zustande. Und hat dann festgestellt, die Protonen, wenn man die genauer untersucht, dann lösen die sich auf. Die sind plötzlich nicht mehr da. Es ist nichts da. Und plötzlich sind sie wieder da. Es ist ein ständiges Wechseln und da haben die Quantenphysiker gesagt, das sind Quanten, diese, die sich da so immer verändern. Mal sind sie wellenförmig, so wie Energie, Strom oder sowas, und mal sind sie ganz kleine Teilchen. Und diese kleinsten Teilchen, die kann man nun nicht mehr auflösen, weil sie ja schon weg sind. Sie lösen sich ja in Energie auf. Und deswegen hat Peter Dürr diese Teilchen nicht Quanten genannt, sondern weil sie wirksam sind, mal so, hat er sie Wirks genannt. Wirks. Und das, was mit dem Wechsel zu tun hat, das habe ich hier unten dargestellt. Mal Welle, ne? Hier sieht man das, und mal sind sie kleinste Teilchen. So, das waren die Erkenntnisse der Quantenphysiker. Und was hat nun Peter Dürr daraus gemacht? Der hat gesagt, das, was ich hier beobachte, das passiert in der ganzen Welt, immer wieder, überall, alles was ist, löst sich mal auf, mal
ist es Teilchen. Und das hat die bisherige Physik ja gar nicht mit berücksichtigt. Und deswegen kritisierte Peter Dürr die einseitige Betrachtung der Welt, wie sie die Naturwissenschaft bis dahin betrieben hatte. Er kritisierte, dass sie nur die Realität in den Blick nehme, die man sehen und berechnen kann. Aber die Wirklichkeit ist doch viel umfassender. Zu ihr gehören auch Phänomene wie Liebe, Vertrauen, Hoffnung und andere. Die würden von ihr nicht erfasst. Die Beschäftigung mit der Quantenphysik hatte ihn zu einer anderen Sicht der Dinge geführt. Bei genauerer Betrachtung fand er heraus, lösten sich die Realitäten in scheinbares Nichts auf. Aber dieses Nichts hat es in sich. Es enthält alle Möglichkeiten. Es ist ein Pool von Potentialitäten. In jedem Moment kreiert dieser Pool neue Realität. Und er ist dabei unerschöpflich und nie aufhörend. Und Peter Dürr verglich dieses Nichts mit dem Meer. Wie das Meer immer wieder neue Wellen produziert, so erzeugt das Nichts neue Wirklichkeit. Und da dieses kreative Nichts unsichtbar und unfassbar ist, nannte er es Geist. Im Gegensatz zu Materie. Und das, was dieser Geist kreiert, sind alle Phänomene des Seins, sowohl das, was sichtbar und greifbar ist, die Materie, als auch das, was geistiger Natur ist. Materie, so sagt er, ist geronnener Geist oder verdichteter Geist. Sie ist eigentlich tot. Von ihr geht keine Änderung mehr aus. Sie ist wie die verhärtete Kruste der lebendigen Lava, wie der Schaum auf den Wellen des Meeres. Aber sie ist dennoch wichtig, denn sie wird benutzt vom Geist und durch ihn in neue Form gebracht, sodass wieder neue Realität entsteht. Als ich diese Erkenntnisse zum ersten Mal hörte, da habe ich mir Gedanken gemacht und habe sie in mein Gottesbild eingebaut. Ich möchte euch zeigen, wie mein altes Gottesbild erstmal war. Ihr seht dort eine Person, die über der Welt ist. Und darunter die Welt. Und diese Person ist Gott. Das ist ein Bild, wie wir es aus der Bibel, in unseren Kinderbibeln gelesen haben, gesehen haben. Dieser Gott ist getrennt von der Welt. Er ist eigentlich zusätzlich da. Wenn man ihn sich wegdenkt, würde die Welt auch bestehen. Und das hat mir eigentlich immer schon so irgendwie nicht gefallen. Wenn man sich Gott wegdenken kann, dann braucht man ihn auch gar nicht. Durch das, was jetzt Peter Dürr gesagt hat, ist bei mir ein neues Gottesbild entstanden. Ich zeige euch das mal. Ich habe das nämlich mal nachgebaut, um es verständlich zu machen. Ihr seht dort eine Batterie und dann seht ihr hier Watte und
so kleine Männchen, die immer größer werden. Stimmt. Ausgehend von einem Punkt. Und darin kann ich euch mein Gottesbild darstellen. Die Batterie vertritt für bei mir das, was Peter Dürr mit unendlicher Potentialität bezeichnet. Dieses scheinbare Nichts, aus dem alles kommt. Es ist der Quell der Wirklichkeit. Dann geht daraus diese Watte, die zuerst ganz, ganz dünn ist, man sieht sie kaum und wird dann immer stärker, immer stärker. Das ist die Energie, die sich aus diesem scheinbaren Nichts entwickelt und sie speist, diese Energie speist die Wirklichkeit. Und sie, ihr seht, es wird immer dichter, sie verdichtet sich. Das soll darstellen Materie. Und in der Evolution ist diese verdichtete Materie, die sich dann immer weiter entwickelt, von einfachsten Strukturen bis hin zu dem weitesten, höchst entwickelten, was wir haben bisher, den Menschen mit seinem Gehirn. Diese Gottesvorstellung habe ich nun mal anders nochmal dargestellt. In diesem Bild hier seht auf der einen Seite den Geist, auf der anderen Seite Materie. Geist ist rot dargestellt, das habe ich mir so immer als Farbe des Geistes ausgesucht. Bei allen meinen Modellen, die ich gebaut habe, habe ich das beibehalten. Und dann Materie grün. Und nun seht ihr die Pfeile vom Geist, geht es über zur Materie und dazwischen ist das, was diese verdünnte Watte ausmacht, Energie. Geist verwandelt sich in Energie und wird Materie. Und ich vermute, es geht auch wieder zurück. Also auf jeden Fall wird, wenn wir zum Beispiel, wir sind ja Materie, mhm, aber haben Geist in uns. Und wenn wir sterben, mhm, dann geht der Geist wieder zurück in den allumfassenden Geist. Wie also die Welle sich in ein Meer wieder zurückverwandelt. Ne? Bei diesem Gottesbild gibt es keine Trennung mehr, wie bei dem anderen Gottesbild. Gott ist der Ursprung von allem und er ist überall drin. Also, wir sind ein Teil dieses Gottes. Und deswegen ist hier in dem Modell das alles Gott. Alles, was an Wirklichkeit existiert, ist Teil, Ausfluss dieses Allumfassenden. Und im Gehirn ist uns ein Organ gegeben, das sich dem Geist öffnen kann. Im Gehirn erfassen wir, was gut ist, was dem Geist entspricht. Im Gehirn werden Werte bewusst formuliert, nach denen der Mensch sich richten sollte. Und er hat die Freiheit, es zu tun oder auch zu lassen. Wenn er es tut, ergibt sich Positives für ihn in der gesamten Menschheit und im gesamten Universum. Wenn er es lässt, dann haben wir
das an vielen Beispielen immer wieder gesehen. Entschuldigung, also in meiner Frage. Und das können wir das nachher klären? Ja. Ja? Ich will nur mal zu Ende führen. Das, was ich eben gesagt habe, habe ich wiedergefunden bei Baha'u'llah und bei Abdu'l-Bahá. Der Mensch ist seiner Wirklichkeit nach ein geistiges Wesen. Und nur wenn er im Geiste lebt, ist er tatsächlich glücklich. Dieses geistige Verlangen und Empfinden besitzen alle Menschen gleichermaßen. Das war das, was hier Abdu'l-Bahá gesagt hat. Und was ich so toll fand, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Arno mir das auf dem als Bild geschenkt hat. So, jetzt können wir in die Diskussion einsteigen. Alfons, da habe ich nochmal eine Frage. Also die oder der Mensch verhält sich nicht positiv. Das hat einen Einfluss auf die Gesellschaft. Aber ich meine eventuell auch auf diesen Geist, der in dem Menschen wohnt. Also nach außen auch eine Wirkung, aber auch für sich selber. Ja, ja. Also der Mensch hat die Freiheit, den Werten gemäß zu handeln. Wenn er dagegen verstößt, auf längere Zeit, dann verändert sich auch sein Wertbewusstsein. So sind wir angelegt. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wir es haben. Und das kann man durchaus wieder gerade rücken. Ja, das ist praktisch veränderbar immer. Ne? Und deswegen gibt es Religionen. Die haben die Aufgabe, dieses Wertbewusstsein im Menschen zu erhalten und ihm klarzumachen, ihr seid geistige Wesen. Beachtet das und haltet euch daran. Ne? Ja, ich würde sagen, jetzt könnten wir mal. Katrin, das sollte man eigentlich auch in der Schule schon viel mehr den Kindern vermitteln. Ja. Eben die Geistigkeit, die Moralvorstellung. Ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz heutzutage. In jedem drinstecken. Ja, das müsste in den Familien zunächst einmal drinstecken. Ja, das schon, da auch, aber ich finde in der Schule vielleicht auch. Naja, natürlich, die Schule soll das verstärken, was in der Familie ist. Ne? Ja. Mhm. Naja. Oder fördern noch. Und fördern, ja. Und nicht nur im Religionsunterricht, sondern allgemeine, ja. Als allgemeines Gut mitgeben. Ich denke auch, und erinnern. Das ist schon wichtig.